ein neuer Part von Let's Play To Get Her Grid 2. Und ich begrüße heute Abend bei mir den Almighty Super Let's Play Noob 05. Hallöchen. Moinsen. Und auch der Headbanger ist wieder bei mir aus der letzten Folge bei uns auf dem Kanal bei P1 TV. Hallo Headbanger. Hey ho. Ja, wir wollen heute ein bisschen die Online-Playlist hier stürmen und haben uns hier versammelt und warten jetzt fleißig darauf, dass das Rennen hier beendet wird und dann starten wir direkt durch. Beste, ich weiß, wir sitzen schon 10 Minuten in der Lobby und warten, dass es beendet wird. Ja, genau. So, ja, weil die anderen so lange brauchen, ne? Bis sie fertig sind. Ja, ich würde sagen, wir können ja nochmal kurz die Chance nutzen. Okay, Barcelona. Nee, es hat sich gerade erledigt mit deiner Chance. T2, nee, Ausdauer. Ja, genau. T2, Ausdauer, Barcelona. Ja, der Let's Play. Die Rückkehr des Nismo. Die Rückkehr des Nismo, genau. Ja, der Let's Play Noob jetzt für meine Pappenheimer zumindest mal neu. Auch ein Kanal, der sich um Rennspiele kümmert. Und genauso umgekehrt auch wir von P1 TV. Mit ein bisschen mehr Fokus auf Simulationen, aber auch immer. Ich spiele privat auch gerne die Simulation, nur als Let's Play eignet sich so ein Effekt oder sowas nicht so wirklich. Da kannst du nicht viel durchspielen. Nee, natürlich, ist ja richtig. Deswegen. Ja. Genau. Zwischendurch mache ich die gerne mal, aber so als Let's Play eignet sich die Dinge jetzt leider weniger. Genau, das stimmt. Ja, wir haben bei uns auch nur den Update-Check immer zu Project Cars. Da kann man auch nicht wirklich ein Let's Play machen, ne? Aber zumindest bisher jede, nicht. Genau, jede Woche mal immer die Updates zeigen. So, schon, was waren die denn so? Ja, Rückkehr des Nismo. Ja, auf jeden Fall. Und den Challenger, ne? Aber ich glaube, also die beiden Kollegen sind hier der Satru und der Headbanger, nur damit meine Abonnenten wissen, gegen wen ich hier fahre. Das sind auch Leute, gegen die mal die eine Chance gegen mich haben. Ja, genau. Da voll nicht die Klappe groß aufgerissen. Wenn ich jetzt voll aus dem Lock kriegen werde und letzter wäre, dann ist doch ein bisschen Bescheid. Ich habe gerade schon festgestellt, dass hier ganz schön viele Freaks im Spiel sind, denn das sind alles Level 30er, die noch über mir stehen und ich habe schon nach Level 30 viel gespielt. Insofern, mal gucken, was die Jungs hier drauf haben. Ja, und was man noch dazu sagen sollte vielleicht, man kann ja in den jeweiligen Channel dann von jedem das Let's Play angucken, ne? Genau. Ja, das werden wir noch unten verlinken in den Videos. Genau, das Praktische ist, wenn jemand das mal mit Lenkradcam und aus der Motorhaube sehen will bei uns und natürlich Chasecam Rückansicht beim Let's Play. Noob, so, jetzt geht's aber ab. Da vorne da wird schon fleißig gedrängelt, ich sag's schon. Ah, ja. Erster. Nein, geh weg mit der Kamera, geh weg mit der Kamera. So, ich bremse mich ein bisschen rein. Oh, ich bin krass durchgekommen und erster durch die Kurve. Ah, ich bin nicht durchgekommen. Oh. Ich bin durchgekommen. Halbwegs zumindest. Und der spawnt direkt vor mir, ey. Der Let's Play Noob ist da vorne schon auf dem ersten, im roten. Ja, der startet auch so weit vorne. Ah, ich werd gerade angeschoben. Ja, ich aber auch. Jetzt aber. So, ich hab euch direkt im Blick. Ich hab ein RS5 hinter mir. Pass auf, die Kurve ist tricky. Oh, fuck! Boah! Ja, ich hab's noch gesagt, weißt du? Ja, ich bin noch Zweiter. Oh, ich werde weggedreht, schade. Ich war direkt hinter euch, aber jetzt... Ja, jetzt bin ich Zweiter immer noch. Trotz Unfall bin ich Zweiter geblieben. Und ich bin am RS5 gleich wieder dran. Ja, ich werde ein bisschen zurücksetzen, der BMW hier, der ist mir nicht geheuer. Oh Mann, ey, ich wäre perfekt durch die Kurve durchgedriftet und er blockt mich. Oh. Ja, Jungs, ich bin gerade auf dem fünften, wie sieht's bei euch aus? Zweiter, die. Ich erste sagen. So, erste typische Position, die ich durchgebe. Oh, der fährt da okay, nur Dritter, ich wurde gerade von der C-Klasse. Gecatcht, doch nicht, ich hab sie. Oh, nee, Entschuldigung. Autsch, das war nie Mama. Aber es war nicht mein Auto sein. Ja, ich sehe da vorne den schwarzen BMW von Headbanger zumindest, aber ich habe wirklich ganz schönes Pech mit meinen Leuten, die mich hier ständig umdrehen. Aber das, warte, das ist aber immer so, dass du da vorne den BMW vom Headbanger siehst, ne? Ja. Hör doch auf. Ah, schon wieder voll in die Wand geballert. Oh, da vorne ist Party. Scheiße. Jetzt kommt die große Chance, wieder aufzuholen. Aber ich hab's halbwegs. Bin Dritter geblieben. Komm schon, mach Platz mit deinem RS5 da, die lahme Karre. Aber ich sag mal, wir haben ja noch 3 Minuten Zeit, also ist noch genug. Der ist mir nicht geheuer in seinem Orangen hier. Ah, Hilfe, ich wurde rumgedreht in den Kreis. Ja. Boah. Habt ihr euch da etwa gegen? Nee, doch nicht. Ja, ich bin hinter dir jetzt. Ah, okay. Ich fuhr von einem anderen, ich weiß nicht, wo ich mich da umgedreht wurde. Hinter mir, glaube ich. Ich hab gerade noch zweimal zurückgespult. Aber wir haben alle noch die Chance auf den Sieg, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, also so wie die fahren, auf jeden. Oh, Headbanger, was machst du? Oh, das war knapp. Oh, ja, ich hab mich gleich zurückgespult. Boah, jetzt sind wir alle drei miteinander, schön. Ah, scheiße, welche das war nochmal Handbremse? Ich vergesse es in meinem Spiel. Bei mir ist die ja auf dem Lenkrad Alt irgendwo. Alt F4. Ich kann dir das nicht genau sagen, wo die Handbremse ist, denn bei mir ist sie auf dem Lenkrad. Oben rechts, aber das hilft dir wahrscheinlich nicht viel weiter. So. Ah, fuck, schon wieder eingeschlagen. Und nochmal hinterher. Ja, komm, legen wir die Türen komplett offen. Jetzt kommt wieder die Kurve des Zorns. Oh ja. Wow! Oh! Junge. Das hat geknallt. Du bist voll von die Nase gezogen. Oh, wir haben noch die Hälfte der Zeit. Oh, da vorne ist Action. Eieiei. Tapbanger hat bei mir gerade ein super Internet, also der ist so oft unsichtbar wie kein anderer auf der Strecke. Ach, bei mir aber auch, du. Ich glaube, das liegt ich auch ein bisschen... Ich habe eine 50 Mbit-Leitung, ja. Okay, da liegt es an. Aber man muss sagen, er sitzt ja in Österreich, das heißt, er weiß Bescheid.
Ja, über die Alpen, ne? Dort ein bisschen. Oh, jetzt werd ich wieder weggestoßen, ey. Mann, ey, kann der nicht einfach mal zurückstecken, ey, wenn er hinter mir ist? Gibt's doch nicht. Kannst du das auch, wenn die Leute einfach nicht sauber fahren können? Ja, was ja. Leider in Grid 2 sehr, sehr häufig passiert. Ja, das stimmt. Gerade auf den Stadtkursen ist es sehr extrem meistens. Oh, ich ja, aber die meisten sind überhaupt nicht ein Unschuss. Ja. Oh, jetzt nehme ich aber auch die rechte Spur. Das war knapp. Oh, shit. Fuck. Oh. Nein. Nein. Er das hat gesessen. Rein. Ja, ich bin nicht reingezogen, weil es bremsen können. Ich habe den Unfall, hab mich halt gedreht, weil ich eingeschlagen bin. Dann kommst du voll jetzt mit noch einen Raum. So, Leute, gleich bricht die letzte Minute an. Komm schon, ich werde noch 5, 6 da. Jetzt mach Platz mit deinem F1-League, seht ihr. Kusch. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch durch dieses Driftverhalten manchmal kann man es auch gar nicht ändern. Da fährt man einfach in den anderen rein. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe keinmal zurück. Ich kann nicht mehr. Dein Challenger ist ja ein bisschen schneller, glaube ich, als meiner auf der Geraden, ne? Ja, ich bin voll getuned. Ja. Oh, verdammt. Also von der Beschleunigung der Challenger sowieso ein Biest. Hat er genug Dampf von der Haube. Ja, ich glaube, ich werde über den. Aber ich kann jetzt nicht mehr zurückspulen. Ich kann mir jetzt keinen Fehler mehr leisten in der letzten Minute. Also ich habe noch einen Rückblender, aber ich werde den dritten Platz wahrscheinlich. Oh nein, falsche Spur. Nach Hause fahren. Oh, das war. Also nochmal, wenn ein Rennen gut läuft, benutze ich gar keine Rückblende. Das zeigt ja mal, wie super hier, wie gut ich hier durchkomme. Ach, fuck, schon gedreht. Toll, jetzt habe ich keine Rückblende mehr. Komm. Gib Gummi. Und ach, da. Ach, Mist, eine S-Kurve. Ich knall immer irgendwie mit dem Heck oder so gegen und drehe mich dann. Okay, die letzten 30 Sekunden. Man muss ja auch sagen, das ist ja jetzt wieder bei mir das erste Rennen seit langer Zeit. Ja. Möchte nur noch so toll darstellen, wie gut er gerade fährt. Die Ausrede des Headbangers. Ja, die Rückkehr des Die Rückkehr der Ausreden. Komm schon, ich bin noch Siebter. Komm, ich krieg die Camaro jetzt noch. Challenger gegen Camaro, was ein schönes Duell. Aber ich merke gerade, der Erste, den hätte man noch einholen können. Der fährt ziemlich langsam, aber leider Platz 3. Mehr wird's nicht. Leider Platz 8, mehr wird's nicht. Nee, Platz 7. Nein, Platz 8. Fuck. Komm schon, 7. 7, 8, 7. Nein. 7. Oh. Ach, was? Alter, 2 Meter, fick dich. Na, sowas sagt man aber nicht. Ich meine, das kann man ist aber ein Verdienst. Kann, ja, doch. Nee, passt schon, das war knapp, ja. Mhm. Alter. Ich hab jetzt mal eine Sekunde vorm Ziel gedreht. Ja, man kann nochmal die. Hat mich fast überholt. Man kann nochmal die Geschichte erzählen von der Rückkehr des Nismo, oder? Ja, haut mal raus. Ja, also wir beide haben zusammen einfach den Weg bis Level 30 beschritten und nachher in Klasse 2 habe ich mir den Nismo geholt, den Nissan Skyline und der Headbanger den BMW M3. Und dann, weil wir natürlich im gleichen Levelbereich waren, waren wir auch in Duellen und bei Tosh immer zusammen, mussten immer gegeneinander fahren. Und nun ja, meistens hat dann der Headbanger eben mit seinem BMW M3 mich abgezogen, weil er doch ein bisschen schneller ist. Und ich habe dann immer gesagt, jetzt kommt die Rückkehr des Nismo und irgendwann hat es auch geklappt, deswegen. Ja, aber du musst 20.000 Anläufe und einem Sieg nach dem. Ja, so kann man es fast sagen, ja. Jetzt okay. Kommen die Wörterseeheizer, ne? Die Wörterseeheizer. Ja, Professor König ist auch schon da. Oh, ich fahr gegen Level 6er. Eieiei, Toggle, ne? Ja, Headbanger, wir beide tosch, jetzt Tosch. Das ist nicht mein Hund, nein, das ist, Das ist mein Meerschweinchen. Das ist mein Meerschweinchen, genau. Katze. Ja, schön Golf R, ja, jetzt mach ich's ja fertig. Oh ja. Nein, verdammt, der hat auch rein. Scheiße. Allerdings kommt jetzt die Rückkehr des. Was ich für ein Auto habe. Ach ja, auch ein Golf. War doch klar. Nee, Alter, nehme ich nicht. Hau ab. Was fahren wir überhaupt für eine Map? Hongkong war das, glaube ich. Hongkong BMW. Ja, jetzt wird sich zeigen. Boah, bei mir gibt es ein schönes Golfduell. Der hat auch ein Getuned, ist das Problem. Scheiße, ist meiner überhaupt nicht mehr im Vorteil. Aber gut, er ist 4 Level unter mir. Scheiße, ich bin nicht mehr im Vorteil. Ich habe heute ein lustiges Bild gesehen von einer Rallye in China, wo so ein Rallye-Golf in so einem Reisfeld gestrandet war. Und dann stand da irgendwie drunter auch so von wegen, das ist doch hier kein Golfplatz, das ist ein Reisfeld. das war gemein. Das geilste Bild fand ich eh nochmal von der Rallye, ich war glaube ich Skoda oder sowas, das geschafft hat, auf dem Hüttendach zu landen. Ja, das war die IRC letztes Jahr. Ich glaube, das war Rallye. Ist so heftig, so gerade so auf diesem Dach noch gelandet, der wäre eigentlich was runtergeflogen. Was hat die da, ein Golf? Muss ich dir lassen, der sieht nice aus. Ja, das ist nett von dir, danke. Boah, ein schwarz-roter Golf gegen einen schwarz-grünen Golf. Go! Und ich habe den Start verkackt. Und ich habe den Start gewonnen gegen den Headbanger. Ja, nee, immer. Ich habe gegen Detro verloren. Aber hier, weißt du, hier kommen wieder die brenzligen Kurven, wo du es wieder mit Angst zu tun kriegst. Nein. Diesmal nicht, mein Freund. Jo, der Hanal kennt der nette Herr nicht, der ist einfach geradeaus durchgeschossen. Der dachte, da geht's geradeaus. Ja, der ist die Wand hochgefahren, das sah super aus. Deswegen bin ich innen schön vorbeigegangen, weil Handbremsen und sowas, dann geht der Golf hier schön quer. Oh ja. Man kann ihn auch richtig schön schmeißen, also der gefällt mir echt gut. Ja, von der Beschleunigung ist er sowieso unbesiegbar in der ersten Klasse. Ja, das stimmt.
Ja. Da ist der Allrad einfach so Bombe gegen. Außer Hyundai Genesis Coupé. Guck mal, Swati. Ja, ich weiß, ich sehe dich schon. Alter. Im Rückspiegel. Deine Auspuffgase gehen du schon durch meine Lüftung. Solange sie nicht jetzt am PC kommen. So, die lief ganz gut, die Kurve. Aber bei der Temperatur draußen bei uns heute könnte ich denken, dass mein PC heute wegqualmt. Ja, auf jeden. Aber wir haben noch Glück bei uns in Rostock an der Ostsee. Wir haben 29 Grad. Ich muss mich jetzt konzentrieren, ey. Hilft alles nichts. Ja, man muss Zeit, ich bin schon im Ziel. Das mit der Angst zu tun, guck. Oh, 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 oh. Dum, 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 dum. Ich schau mal zu. Oh, oh, oh. Oh nein, nein! Nein! Ja, ich hab dich. Boah, ich hab mich aber auch gerade schön fast. Der Golf sieht echt geil aus, muss ich da sagen. Ja, danke, danke, danke. Ja, ich meine gut, mit Rot-Schwarz und so kannst du auch nicht viel falsch machen eigentlich. Ja, meine ist auch Rot-Schwarz. Oh. Du fährst gerade echt gut. Wie lange braucht ihr denn für das Rennen, bitte? Nee, das ist eine ganz ist noch nicht mal die Hälfte. Ah, ihr habt eine ganz andere Strecke? Nee, oh, das ist die gleiche. Bei mir fängt es jetzt schon an aber zu piepen, du, weißt du, das macht mich immer gar nicht nervös. Bei Tosch. Aschen da steht, rot blinken, piep, 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 bei Tosch kannst du doch auch gewinnen durch Abstandsgewinnung. Also ich habe jetzt gleich den Headbanger im Sack, weil der Abstand so groß ist schon. Ja, aber ich habe schon gewonnen, also weil ich auf das Ziel gekommen bin. Ja, nee, aber nee, das Ziel ist noch ganz weit entfernt. Dann habt ihr eine andere Strecke. Nein! Doch! Nein! Schon zwei Minuten im Ziel. Du hast einfach gewonnen, weil er zu viel Abstand zu dir hatte. Oh gut, dann kann das auch das ist so wie Seilziehen praktisch. Ja gut, ich hab mich drauf geachtet, weil die Ziele gewesen an der Stelle. Oh, der Headbanger holt wieder auf. Spannung pur hier. Oh, jetzt wird's aber. Nein! Oh, geschafft. Ja, vom Feinsten. So, kann man noch jemandem zugucken? Ja, zwei fahren noch, der Teku und der Pico im Alfa Romeo. Gucken wir den nochmal zu. Genau, Teku. Das ist eine Teku Ui, ja. Was fährt er denn? Ein Alpha in Japan-Lackierung, was ja auch falsch zusammenpasst. Ja, Alpha mit Japan-Lackierung, mit Yin und Yang. Der Pico fährt einen... Da hat er Heimvorteil. Der Pico fährt einen Silvia. Wobei man sagen muss, dass diese Japan-Lackierung extrem geil ist. Ja, ja der gewinnt mit dem Alpha locker, weil der andere fährt einen Silvia. Okay. Großer Unterschied. Mann, okay, nicht wenn er so gegen fährt. Oh. Oh, dies war's. Ja. Haben wir ja alle gewonnen, ne? Ja, das war auch ein relativ einfaches gegen den. Außer Headbanger. Der brauchte länger. Es ist so heiß, ey. Es ist so heiß. Ja, ich hab grad schon gesagt, wir haben hier in der Ostsee noch relativ Glück, aber morgen sollen auch 30 Grad werden. Ich bin mal gespannt. Ich hab jetzt noch 29,3 Grad. Ach du Scheiße, ey. Deswegen hab ich gesagt, wir nehmen maximal eine halbe Stunde. Ich will nicht wissen, wie viel es hier im Zimmer hat. Ey, wir nehmen auch maximal heute einen Part auf, ey. Mehr kann ich auch nicht. Ja, ist auch in Ordnung, kann ich verstehen. Dann nehme ich Fenster auf, hole ich mir ein Bier hoch und dann Last of Us spielen. Ja, das Bier ist nämlich schon leer, ne? Last of Us ist ja richtig geil, ne? Das ist so, ich hab noch kein Spiel in letzter Zeit so gesuchtet. Muss ich echt sagen, also da ist der Naughty Dog echt was richtig Geiles. Ja, aber die Story, wie sie da erzählen und wie die einzelnen Charaktere sich über die Story verändern, sowas ist super gelungen. Absolut, ja. Ja, wenn wir jetzt noch 5 Runden, glaube ich, spielen, rutscht mir das Lenkrad aus der Hand. So. Wir können ja nochmal kurz unseren Podcast ankündigen, denn du wirst ja auch dabei sein, der letzte Minute 05. Denke schon, ja. Genau, werden wir planmäßig wahrscheinlich morgen aufnehmen. Denke ich mal, wird da so am Mittwoch bis Donnerstag online sein. Da sprechen wir ein bisschen über die E3-Rennspiele und über Grid 2. Ja, bei uns der P1-Cast ist ein Rennspiele-Podcast, der sich nur mit Rennspielen beschäftigt. Haben wir vor gut 2 Monaten, glaube ich, ins Leben gerufen. Darf ich kurz unterbrechen? Ja, was ist das jetzt für ein Rennen? Das ist ein Rennen. Auf normales A1-Ring, ja. Red Bull-Ring. Jo. Ah, schon wieder selbe Klasse, ist so langweilig für die Zuseher. Nö. Ich hätte mir jetzt T4 gewünscht. Ist nicht langweilig, bei mir erst richtig, weil mit dem Wagen kann ich wenigstens ein paar Gegner aufräumen. Also im Sinne von überholen. A1-Ring, Red Bull-Ring Reverse oder normal? Ich glaube, es war Reverse, glaube ich. Das werden wir ja gleich sehen. Reverse mag ich den überhaupt nicht. Ich mag den auch nicht, Reverse. Ich finde den Kommentator immer lustig. Und er hat sich den Sack. Er hat sich den Sieg geholt. Leider wollte das eher nicht so schön. Aber das war so lustig, Alter. Bei dem stand ich mal, bei dem Rennen hier auf dem Red Bull Ring, stand ich mal mit dem Auto und fuhr nicht los, weil ich halt gewartet habe, bis die anderen losgefahren sind. Auf einmal schreit irgend so eine Passantin rechts so, buh. Ja, das war richtig geil, ja. Das ist richtig so. Es ist doch kein Rennen, ne? Nee. Nicht? Es ist wahrscheinlich Checkpoint. Bestzeit Checkpoint? Wahrscheinlich, Rundenzeit, ja. Ah, ja. Zeitfahren. Okay, finde ich auch gut. Ich muss sagen, Zeitfahren ist so ziemlich fast schon mein Lieblingsmodus hier im G2 Online-Multiplayer. Ja, meiner auf jeden Fall auch. Da hast du weniger Probleme mit den Gegnern. Ja, das zum einen, aber es ist auch so eine coole Challenge, weil man hat ein bisschen auch Zeit, seine beste Leistung zu zeigen. 4 Runden. Und ja, und vor allem,
Es ist, finde ich, auch voll spannend. Ja. Weil du guckst nach oben auf deine Zeit und bist am Bangen. Ist aber nicht die komplette Strecke, oder? Nee. Nee, es ist ein Abschnitt. Oh, das war ein bisschen zu weit raus. Wer ist denn da vor mir? Das hat die? Nee, ich bin hinter dir. Ah, jo. Lol. Doch, ist die komplette. Absolut geiler Kurs. Mag die Strecke auch total gerne. Nee, ist die komplette Strecke, ist kein Abschnitt. Jo, mal sehen, wie wir durch den Verkehr kommen. Der erste ist schon mal passiert worden. Ich hab schon einen überholt. In Gartenzwerg. Vor mir ist der Hunigen BMW mit der 43. Yep. Hunigen BMW hat der Hunigen dran stehen mit 43. Ja. Hat das nicht kein Block auch die Nummer? Ja, ne? Oh ja, genau richtig. Ja, okay, erkannt. Gut, dann weiß ich. Ja, gut, dann weiß ich. Gut. Ich wollte nur fragen, Hunigen 43, das war jetzt gerade ein ziemlich guter Zusammenpack. Ja, der Headbanger hat ja auch einen Ford Fiesta mit Monster Energy drauf. Oder war es ein Focus? Fiesta? Naja, Fiesta, Monster Edition. Ja. 43 Stück gibt's davon. 43? Ja. Das ist ein Zufall. Oh, ich habe absichtlich abgekürzt. Oh yeah, Alter, bei mir läuft's gerade gut. Das war aber auch wirklich Absicht, muss ich dazu sagen. Oh fuck, ich habe mit dem ersten Kurve sowas abgeschossen, weil der sich vor mir verbremst hat, Alter. Boah. Okay, naja, wir haben ja 4 Runden Zeit. Schauen wir mal. Und das erste Zeit. Jum. Erste Zeit? Du bist Erster, oder was? Ja, okay, nee, nicht mehr. Nee, doch nicht mehr. Ja, jetzt wird's gleich der Headbanger. Ja, sag ich doch. Ja, schade. Ich hatte auch einen Unfall in der ersten Kurve. Ich hab einen Rechtsdrall, super. Ach, ich wusste gar nicht, Schäden sind doch hier eigentlich gar nicht aktiviert, oder? Doch. Nee. Mein Wagen hat bei der Rangliste nicht. Na, wenn er sagt, dass er einen Rechtsdrall hat, wird er auch einen haben, ne? Wir wollen ihm mal glauben. Push mal mit dem Daumen nach links. Ey, guck mal, da oben ist ein Flugzeug. Oh, hör auf, Mann. Das sind die dreiköpfigen Affen hinter dir. Ja, in unserer letzten Folge 4, bei mir, da war das dann, oh, schon wieder abgekürzt, scheiße. Da haben wir echt hier in Kalifornien, haben uns auch einen Spaß erlaubt. Dann habe ich erstmal die Eichhörnchen und so weiter. Oh, kickt er mich raus, der Penner. Und da meinte der Headbanger so, guck mal, da ist ein Boot. Ey, kickt er mich auch raus, der Penner. Guck mal, da ist ein Boot. Und dann wir beide voll in die Leitplanke geschossen. Ich hab's gerade nicht leid, boah. Was macht der denn hier? Deine Hanno hat mich gerade quer in den Reifenstapel geschossen. Der ist im toten Winkel. Langsam wird's jetzt eng. Oh, mich kotzt der Penner da so an vor mir, ey. Der soll sich einfach verpissen, ey. Mich kotzt das so an, wenn Leute vor mir irgendwie rumdörpen. Rumdörpen? Ja, derp. Derp. Und dritter. Gut. Oh, ey, ich hab noch keine Runde zustande gebracht. Aber immer noch 2 Runden Zeit. Mal gucken. Du bist Zweiter. So, jetzt habe ich die Penner endlich mal überholt. Ich hab nur so Schiss, wenn die hinter mir sind, dass sie mir einfach reincrashen, ja? Ich habe gerade fast in der ersten Kurve einen Backflip hingelegt. Ein Backflip? Ja, ich bin in der Mitte, im Scheitelpunkt über den Kopf gefahren, plötzlich ist das Golfhorn hochgegangen. So, jetzt Konzentration ist angesagt. Ich habe also meine dritte Runde ist in Arsch, weil ich einfach erstmal neben die Strecke geflogen bin, weil die Karre abgehoben ist. Wie auch immer das geht. Ja, aber die Karre nimmt keinen Schaden. Eigentlich nicht, ne? Aber da wären wir schon so oft irgendwie im Arsch gewesen. Ja, deswegen. Also ich glaube auch, dass in der Online-Playlist tatsächlich die Schäden nicht... Dann kann mein Controller rumgesponnen haben. Kann auch sein. Ah, scheiße, schon wieder raus. Ah, ich habe mich gedreht. Okay, die Runde ist eh im Arsch. Ich habe mir ja sowieso einen Abheber hingelegt. Postos. Mit dem BMW läuft sie ganz gut, ey. Ja, mit dem Golf eigentlich auch, weil ich nicht gerade so viele Scheißfehler mache. Ich bräuchte nur ein bisschen mehr Heck manchmal, weil der kommt mir nur mit der Handbremse rum. Also ich schmeiße ihn immer ganz ordentlich, mit der normalen Bremse geht eigentlich auch, aber manchmal brauchst du echt die Handbremse. Gerade in der Haarnadel hier. Ja, dann kriegst du die da nicht rum. Ja. Zumindest verlierst du viel zu viel Tempo und auch von hast du einen weißen Golf und bist gerade vor mir? Ich? Nein. Eigentlich hat er ja einen roten, ne? Ah, scheiße, ich hab mich fast überschlagen. So, eine Runde gleich noch Zeit. Die Fans sind schon ganz aufgeregt. Ich hab mich gerade in der vorderen Kurve verstanden, ist hier fast überschlagen, ist auf 2 Reifen. Oh, ich sehe den roten Golf schon vor mir. Ja, aber ich muss mich gerade resetzen. Oh Mist, ey, ich hab auch die letzte Kurve gerade hier verkackt. So, jetzt letzte Runde nochmal Konzentration hochhalten, ey. Eine Chance haben wir noch. Letzte Runde, Alter, und mich kickt der einfach raus, der Penner. Ich klopp mich gerade mit dem dritten mit Pico. Okay, Headbanger hat Probleme, das heißt, ich hab die Chance. Du Penner. Ein bisschen schlecht in die Kurve gekommen. Rausgekommen, scheiße. Ah, ich vermute mal, das Ergebnis bleibt so stehen. Ja, ich werde Vierter bleiben. Nee, ich verbessere meine Zeit. Wehe. Oh, wieso bin ich so langsam? Nicht stoßen, nicht. Danke. Oh, volle Konzentration ist hier gerade. Nee, ich bin aber eigentlich schon zu schlecht gefahren. Ich hatte schon Ausritt. Mister.
Okay, das ging gut. Sehr schön. Vor mir ist ein weißer Golf. Finde ich nicht. Auf den muss ich aufpassen, ne? Headbanger, ja, der war bei dir auch schon. Auf den musst du aufpassen. Oh, ich fahre direkt auf die Haarnadel zu und er ist vor mir. Und er ist so langsam. Er bremst ja schon. Was macht er denn? Gartenzwerg. Ja, dass er dich noch rauskicken kann. Wow, da hatte ich gerade einen schönen Serverlag. Das war super. Ja, das versetzt sich immer so schön weit nach hinten, ne? So. Nein! Scheiße, wieder ein. Ich habe mich gerade überschlagen. Boah, ich überschlag mich gerade. Jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Hi. Da war der rote Golf. Ja, ich habe mich gerade überschlagen auf Stadtenziel. Oh! Nein, die Zeit nicht verbessert. Okay, oh, wo bleibt die Zeit stehen? 20, 21? Ne, das reicht nicht mehr. Schade. Ja! Ich wundere mich, dass die erste Zeit so schnell war vergleichsweise noch, weil die Runde lief eigentlich relativ cremig gerade. Aber ich bin glaube ich der Einzige, der es geschafft hat, das Stadtziel sich zu überschlagen mit dem Auto. Ich bin also werden wir uns dann gleich angucken im Let's Play, ne? Ne, ich bin in der letzten Kurve gegen den Reifenstapel geknallt, seitlich eine Nazi-Karre hochgehoben. Was, eine Nazi-Karre? Ja, eine Nazi-Karre. Achso. Ja, was sagt der Zeitplan? Fahren wir noch ein Rennen oder ist schon Schluss erstmal? Eins können wir noch machen, oder? Alles können wir noch machen. Dann geht's noch eins weiter. Nur hätte ich euch jetzt nicht dabei gehabt, wäre ich Zweiter geworden. Ja. Wir machen ein ganzes Play kaputt. Ja, ich kann ja wenigstens behaupten, ich bin schon einmal Erster geworden. Das Täuschrennen zählt nicht. Ja. Aber wir werden alle nochmal gewinnen. Ja, aber ein Rennen noch, wir werden alle nochmal gewinnen, genau. Genau. Ja, ja. Wenn wir aufs Treppchen kommen, haben wir das Ziel erreicht. Aufs Treppchen. Alle drei aufs Treppchen, das wäre gut, alle drei. Ich führe dir auch gleich ein Treppchen ein, du. Treppchen? So, nochmal bitte hier jetzt Gruppe 3 oder so. T3! Ja! Da siehst du. Time for Caterham. Yay, und NSX. NSX for the win. Ich hasse die Karre. Ja, ich habe keinen anderen. Jetzt kommt es auch wieder darauf an, wie kommt man durch den Verkehr, ne? Weil Checkpoint-Rennen, da bist du auch hintereinander. Von hinten nehmen. Ja, von hinten nehmen. Ja, beim Verkehr. Ja, ja. Oh. Mann, wir haben heute wieder aber auch die Witze, die fliegen heute wieder ganz tief, ne? Die MS-Niveau sinkt, ja. Oh Gott. Bei mir ist es schon wie mehr Titanic, die gibt's nicht mehr. Was haben wir denn hier alles Schönes? Ariel Atom. Ja, es hat sich rauskristallisiert in letzter Zeit, Headbanger, dass viele 30er jetzt mal mit dem Ariel Atom fahren. Wir sind ja so Headbanger-versessen, sag ich schon. Natürlich, das sind wir auch. So Caterham-versessen. Na, müssen wir mal gucken, wie die beiden jetzt abgehen gleich mit dem Ariel. Ja, ich kann dir sagen, wie die abgehen, und zwar hinter mir aufs Treppchen, ne? Na, ja, und gerade mal kurz an meine Abonnenten, die sich fragen, warum ich mir keinen anderen Wagen hole. Das mache ich in extra Aufnahme, weil ich gerade so viel Geld habe im Tunen und so, das passt jetzt hier nicht so wirklich rein. weil sonst hätten wir nichts anderes mehr zu tun. Dann müssen wir auf dich warten so lange. Eben, siehst du, deswegen. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ich mit den beiden Chaoten noch ein bisschen mehr aufnehmen soll. Kommt sich ganz viel Geflame, nee, die sind scheiße, die machen voll das Display kaputt. Ja, das kann natürlich... Wäre meine Einstellung. Das kann natürlich passieren, ja. Was sind das? Ach ja, wieder dieses... Ja, was ist das für ein Modus? Checkpoint. Okay, ich kann noch mal kurz mein Auto von außen zeigen. Mein Wagen hat jetzt schon einen Kratzer in der Seite, weil die KI gerade meinen Wagen gefahren hat. Die KI? Achso, ja, das passiert oft. Ja, das ist... Aber normalerweise nicht mit einem NSX, weil er so langsam ist. Nee, so, die war zu schnell. Die Uhr geht auf Null und los geht's. Also Ariel Atom hat sich gerade schon vor mir gedreht. Sehr schön. Und oh, jetzt geht's drum, ne? Das ist das Rennen der Ehre. Oh, fuck. Was machst du denn? Oh, das sah richtig böse aus. Ich habe mich gerade 10 Mal rüberschlagen. Ich bin in der Mitte gegen den Pylon geballert. Ja. Aber hättest du doch schnell die Rücksätze, dass du drücken können. Es sah zu schön aus. Okay. Ja, ich hab's auch noch genießen können, einfach auch. Ich habe nur gesehen, wie du gerade so durchkamst und der andere aus und unter meinem Auto durch. Ach, scheiße, schon wieder verkackt. Ich bin letzter jetzt nach dem Überschlag. Boah, das ist ja Mist. Hier. Das ist ja so dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Mich hat gerade ein NSX überholt und ich so, what the fuck? Auf einmal springt er voll bei der Brücke über die Mittelleitplanke und ihm überschlägt's. Oh, ja, das ist mir passiert. Das kann zwar trivisch zeugen. So bin ich gerade auch abgegangen. Eieiei. Alter! Wow. Ich bin gerade nur über so einen scheiß Plümmel gefahren, ja. Auf einmal überschlägt es meine Karre und legt sie auf Dach. Ja, gut, dass es kein Kackedampf war, der aus der Straße kommt. Aber wie viele Überschläge wollen wir eigentlich heute noch ein Feuer aufmachen? Ich habe schon 2. Oh nee, das letzte Rennen der Ehre und ich habe schon verkackt. Ja, mal gucken.
Ich finde das so geil, hier auf der Chicago-Strecke ist das, glaube ich, wie der Dampf aus der Kanalisation immer kommt, da weißt du mir ganz genau, was das ist. Ah, der Kackedampf. Scheiße, der GTR ist hier vor mir. Von Zoddy. So, Zoddy, mach Platz. Wie viel sind mir jetzt gefahren, ist das fünfte, ne? Ich habe in 5 Rennen 2 Überschläge. Das muss mal ich glaube, das ist das vierte gerade. So, Zoddy, mach Platz. Zoddy, ich muss vorbei. Ich will noch einen Sieg nach Hause fahren hier. Gibt's nicht. Für die Leute, die jetzt gerade bei mir zugucken, ich habe die Heckschütze verloren und dadurch wird der Auspuff lauter. Das finde ich auch voll cool. Ja, genau. Nee, bei mir nicht. Oh, der Zoddy. So, Zoddy jetzt, oder? Gib Gummi, Ketterhelm. Oh, da war schon wieder der Gummireifen des Zorns. Oh, jetzt habe ich eine Kollision gehabt, leider. Musste zurücksetzen. Musste ich auch schon. Oh, der ist wieder direkt neben mir, der Arsch. Ah! Willst du mich verarschen? Ich bin mein Karre gerade quergezogen. Warum? Weil ein Reifen auf der Straße lag. Ja, genau, das war bei mir auch. Ich habe mich deswegen überschlagen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn abgehängt. Und ich Sekunden, werde... Wie viele Sekunden habt ihr noch? Jetzt noch eine. Du wenig. Ich hab noch 12. Ich bin 10. Boah, was ein Rennen heute, ey. Nix gerissen. Okay, ich fahre, glaube ich, noch um den Sieg, wenn ich es richtig sehe. Die bleiben ja, du bist gerade Vierter. Okay, muss ich noch ein bisschen fahren. Headbanger Erster. Oha. Der ist aber früher gestartet, ne? Ja, ja. Scheiße. Ich bin der Setzer gestartet, das heißt, ich bin der Schlechteste. 4 Sekunden. Wieder 10 Sekunden. Oh, das... Oh, nee. Gucken wir dir nochmal zu. Oh. Daraus? Ich bin raus. Oh, ich hab's noch geschafft, ey. Schaff ich die noch? Oh, nee. Schade. Nee. Ja! Das gibt's ja gar nicht. Der Headbanger hat gewonnen. Ja, yeah, ich bin selber gewonnen, aber ich hab das coolste Rennen. Ja, ich bin also sind wir irgendwie alle auf dem Treppchen gelandet. Nee, ich bin in der einen Kurve dazu weit rausgekommen, bin dann voll Mittelleitplank und hat die Karre hochgehoben, mehrfach überschlagen. Da flogen die Teile. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß heute mit euch. Ich auch. Ja, ich war richtig am Schwitzen. Das klingt verdammt falsch in Bezug mit Spaß. Ja. Oh, ihr seid schon so ein Haufen, ne? Ja. Ja. Ja, ich würde mir einfach mal das Recht nehmen, hier die kleine Abmoderation zu machen und euch beide hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen. Jetzt tust du wieder so spontan, weißt du? Ja. Das ist geskriptet, die Überschläge waren und klar. Das ist geskriptet, alles wie bei der E3, bei den Demo-Gameplays. Genau. Ja, ich würde mich freuen, wenn deine Zuschauer entscheiden, dass wir wieder mal dabei sein dürfen. Hust, nicht beeinflussen, hust. Ja, genau. Lass dich beeinflussen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, haut rein. Tschüss.